So, es läuft. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen den neuen Weg erzähle. Und ich glaube, am besten verstehen Sie, am schnellsten verstehen Sie, wenn ich Ihnen erstmal nur die Gesundheitsreform von den 20 revolutionären Reformen erzähle, die die Professoren vorhaben. Stellen Sie sich vor, da hinten wäre jetzt meine Hausarztpraxis. Und mein Hausarzt würde erstmal von einem Tag auf den anderen keinen Papierkrieg mehr machen müssen. Dadurch hat er etwa 50% seiner Arbeitszeit, kriegt er frei. Und was macht er in der Arbeitszeit? Er lernt das, was die Professoren ihm beigebracht haben, im Fernsehen kostenlos dann, nämlich wie man Präventivmedizin macht. Gesundheitskurse kostenlos, Ernährungskurse kostenlos, Sportkurse, ein eigener Sportverein kostenlos für die Versicherten, weil wir zahlen ja alle Beitrag, ja? Und dann spaßmachende Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, wo die Menschen sich wieder treffen, wo man alle redet, vielleicht sogar mit Comedian-Veranstaltungen, wo der Letzte, der sich auch nicht für Gesundheit interessiert und für sein eigenes Leben nicht interessiert, trotzdem hingeht, einfach weil er den Comedian sehen will. Also so mit Speck fängt man Mäuse. Und wenn ich dann seltener krank werde oder gar nicht krank werde, kriegt mein Arzt für mein Gesundsein jeden Monat Geld ausgeschüttet. Er kriegt also nur noch Honorare, wenn ich chronisch krank bin und nur etwas besser mich entwickle, ein paar Tabletten weniger brauche im Monat, kriegt er dafür schon eine Belohnung ausgeschüttet. Ja, also Gesundheitsförderung wird zum Wirtschaftsziel jeder Praxis, jeder Hausarztpraxis. Und dann entstehen, werden dadurch, ich sage nur noch den letzten Satz dazu, dann werden nach Aussage des Präsidenten des Allgemeinen Patientenverbands in Deutschland, der Arzt Christian Zimmermann, der sagt, 70 Milliarden können wir durch so vernünftige Reformen jedes Jahr allein im Gesundheitswesen einsparen. Und wenn wir davon alle entschädigen, alle mitnehmen, aber dann 50 Milliarden jedes Jahr in Umweltschutz und in Klima und so weiter stecken, dann können wir alle Ziele erreichen, die wir wollen. Und wir haben ja nicht nur diese eine Reform, wir haben 20 Reformen. Was, ja, ich frage Sie jetzt, was halten Sie, jetzt haben Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben von diesem dritten Weg gehört, was halten Sie von dem vom ersten Gefühl her? Ja, ich halte den für gut, wenn der Arzt auch das Geld nicht nutzt, um sich zu bereichern, sondern wirklich da sich um die Gesundheit kümmert, der Patienten. Der muss natürlich regelmäßig dann auch die Patienten sehen und untersuchen anhand von Tests, ob die wirklich gesund sind oder nicht. Deswegen, er lädt sie ständig ein zu kostenlosen Veranstaltungen und er untersucht auch ihren Vitamin B12-Spiegel und den Vitamin D3-Spiegel, was alles vernachlässigt wird. Weil es kostet jetzt. Ja. Das macht er dann alles kostenlos, weil er will ja, dass die Leute gesund bleiben. Ja, wenn er davon profitiert, will er das. Klar. Das ist der entscheidende Punkt. Wir packen quasi den Menschen bei seinem genetischen Egoismus und lenken ihn in Richtung des Guten. Während er jetzt vom System in Richtung des Schlechten gelenkt wird. Und so ist es mit allen Konzernen. Im Moment kriegt jeder Konzern dann am meisten Geld, wenn er die Erde plündert, ohne Rücksicht auf die gesundheitlichen Auswirkungen für die Menschheit. Das ist ihm egal. Und deswegen die Umkehr lautet, er muss dann Profite kriegen, wenn er die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität und die Wohlfühlnoten der Bürger messbar verbessert hat. Das ist eine gute Idee. Ja, da müssen die Politiker mal tätig werden. Nur wer macht den Papierkram dann bei dem Arzt, wenn der das nicht mehr machen muss? Den gibt es gar nicht mehr, den macht die Krankenkasse. Die rechnet nur noch nach. Die guckt nur noch nach bei meiner familiären Vorgeschichte. Wie wäre meine Kostenerwartungskurve? Die Leute werden ja immer teurer, je älter sie werden, ja? Und wenn mein Arzt es schafft, dass ich weniger krank werde, als eigentlich bei mir zu erwarten gewesen wäre, kriegt er einfach pauschal daraus errechnet ein seinen Prämie. Ja? Und so und über 1000 Leute hinweg gibt das doch, im Einzelfall wird das nicht genau sein, aber über 1000 Leute hinweg gibt das einen guten Durchschnittswert und dann wird jeder Arzt fair beurteilt, so nach dem Motto, wer wirklich was für Prävention tut und den Leuten hilft, gesund zu leben, sogar Hausbesuche macht, um die Letzten noch auszugraben, der kriegt dann die höchsten Belohnungen im Durchschnitt. Ja? Müssen aber alle Beteiligten mitspielen, die Pharmaindustrie wird das nicht gerne sehen. Deswegen habe ich von den 70 Milliarden auch nur 50 Milliarden für den Umweltschutz und das Klima verwendet, weil wir 20 Milliarden verwenden müssen, um diese Wende, die Pharmaindustrie von einem krankheitsinteressierten Konzern zu einem gesundheitsinteressierten Konzern zu transformieren. Kostet viele Milliarden, weil wir müssen die Aktionäre im Übergangsfeld entschädigen, sonst werden die rebellisch und schicken uns die Lobbyisten auf den Hals und dann ist Schluss. Ja, das stimmt. Ja, wenn das möglich wäre, bin ich einverstanden.
Dann sage ich Ihnen nur noch zum Schluss unseren praktischen Plan. Stellen Sie sich vor, wir wollen quasi die Fridays for Future, die auch hier wieder rege vertreten sind, erreichen. Wenn jetzt hier Greta Thunberg stände und Fridays for Future und Frau Merkel und dann eine ganze Presse um uns rum. Sie wissen, dass Greta Thunberg alle Journalisten anzieht wie ein Magnet, ja? Im Moment ja, aber das wird sich wieder geben. Das wird sich irgendwann wieder geben, ja? Aber bevor sich das gibt, müsste es diese Pressekonferenz geben, dann müsste Greta nur einen Satz sagen. Lasst uns doch über diesen dritten Weg der zweiten Scientists for Future weltweit diskutieren, ob der uns diesen Klimawirtschaftswunderplan bedeutet. Denn wir werden ja durch diese Reform insgesamt reicher als Volkswirtschaft und können uns dann immer mehr Umweltschutz, auch Klimaschutz erlauben. Ja, bin ich dafür.